nicht nur wegen der fantastischen Modeschau gekommen sind, sondern auch wegen der schönen Fuchsvilla. Ich glaube, viele von Ihnen haben das Haus noch nicht gesehen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Professor Fuchs heute persönlich anwesend ist. Und da ich die Direktorin des Hauses bin, möchte ich noch einen Satz dazu sagen. Also das wissen Sie vielleicht nicht, wir feiern heuer unser 40-jähriges Jubiläum. Genau vor 40 Jahren hat Professor Fuchs dieses Haus in einem katastrophalen Zustand gekauft. Es hat einen Abbruchbefehl der Stadt Wien gegeben, dieses Haus hätte geschliffen werden sollen. Und er hat es gerettet, hat es renoviert, es war bis zum ersten Stock komplett nass und von allen Baumeistern Wiens aufgegeben. Er hat sich über diese sehr schwierige Aufgabe drüber getraut. Es hat 2 Jahre gedauert, bis er das Haus restauriert hat und nach seinen Plänen so wunderschön gestaltet. Und er hat es dann als Atelier verwendet und alle Bilder, die Sie hier in diesem Raum zum Beispiel sehen, hat er hier in diesem Saal gemalt. Ich bin Lilo Almog. Also vor 40 Jahren habe ich dieses Haus noch nicht von Ihnen kennengelernt, aber 1974 habe ich es zum ersten Mal betreten und 1986 habe ich hier meine allererste Modenschau gemacht. Und in diesem Sinn ist auch das Gedicht zu verstehen, das wir auf die Einladung drucken haben lassen, von Heinrich Heine, die Geschichte mit der Wiederkehr. Nicht nur, dass ich hierher immer wiederkehre, in größeren Abständen, in kleineren Abständen, und eine ganz starke Bindung an Herrn Professor Fuchs, an seine Kunst, an seine geistige Führerschaft habe, sondern auch das, was Wesen und ich machen, ist unter dem Motto der Wiederkehr zu sehen. Wir haben beide ein paar Jahre gebraucht, bis wir draufgekommen sind, dass das eigentlich unser Lebensmotto ist. Aber wir versuchen nicht Dinge zu machen, die jetzt da sind und dann vergangen sind, sondern wir versuchen uns einzugliedern in den Zyklus einer Tradition, einer Wiederkehr, dass man Elemente, die es schon einmal gegeben hat, wieder aufgreift. Der Zeitgeist spürt eh immer mit. Selbst wenn wir uns sehr bemühten, etwas so zu machen, wie es schon einmal war, ist es nicht so. Aber wir versuchen dieses Thema des Lebenszyklus und auch mit all seiner Vergänglichkeit immer wieder aufzugreifen. In diesem Sinn möchte ich auch alle meine Dankesworte jetzt sagen. So viele Jahre schon beanspruchen wir die Freundschaft, die Hilfsbereitschaft, die Mitarbeit von vielen Menschen, von Herrn Professor Fuchs, der mich seit 1974 kennt und immer wieder gefördert hat, voneinander, was wir einander an Anregung verdanken, von vielen Freunden, die heute hier sind, die in materieller Mitarbeit, mit ihrem Zuspruch uns unterstützt haben. Und das über so viele Jahre und immer wieder. In diesem Sinn möchte ich mich für Ihre aller Anwesenheit bedanken und hoffen, dass es ein Event wird, das nicht nur uns in Erinnerung bleibt, sondern Ihnen auch. Und jetzt übergebe ich an Irmi Schamburek, die über das Fachliche ein bisschen sprechen wird. Danke. Was Sie heute sehen werden, ist nicht nur einfach Mode im herkömmlichen Sinn. Lilo Almog und Wesner Design sind Vertreterinnen der Wiener Werkstätte. Was ist Besonderes dran? Nämlich, dass Mode in diesem Fall Kunst ist. Während der Erfolg eines üblichen Designers daran gemessen wird, wie oft ein Modell weltweit reproduziert wird, so ist es hier genau das Gegenteil. Hier wird Kunst gemacht und die Mode quasi als Form genommen, um diese Kunst zu präsentieren. Das heißt, es geht hier um Kunst, um Handwerkskunst, um kleine Kollektionen und um Unikate. Diese Idee stammt von den Londoner Philosophen Carlyle, John Ruskin und William Morris von der Arts and Craft Bewegung. Und wir sehen hier quasi eine weitergeführte Tradition in diesem Sinn. Also eine Modeschau im Sinne der Kunst, im Sinne von Kunsthandwerk, Handwerkskunst und Raritäten, Einzelstücken, wie sie hier auch die Bilder sind. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Modeschau.